Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Multimap 2019 mit mir, dem Kellerkind. Ja, die Spritze hat sich gerade aufgefüllt und wir mussten sie ja einmal bei dem Autodrive-Kurs rausnehmen, weil sie Unfall hatte. Wahrscheinlich von unserem eigenen LKW erwischt worden ist, ich weiß es nicht. Haben es nicht live verfolgt. Er sucht sich aber jetzt hier wohl auch den Punkt bei Curseplay, wo er aufgehört hat. Das ist gut. Und fängt nicht wieder vorne an. Das ist Feld 10. Wir müssen dann... Ah, genau da vorne. Da muss er noch bestimmt noch mal auffüllen, um Feld 10 fertig zu kriegen. Aber hilft nichts. So, hier sind wir weiter am Häckseln. Hier gibt es ein kleines Problem. Wir sollten ihn mal ein bisschen rausziehen. Uff. Dass er immer den Häcksler über den Haufen fahren muss. So, wie gesagt, jetzt sind das nur die vier Bänder. Wenn wir dann im Dresch, im Häcksler sind, können wir diese ja einstellen. Indem wir hier... Na, jetzt habe ich die Anzeige nicht mehr. Aha. Ja. Weil ich... So, hier können wir die ja einstellen. Und könnten ja auch nur drei überladen. Ja, lass den mal die Arbeit machen. Und wenn wir sehen, wir kommen, haben jetzt hier schon fast 400.000 drin, ohne dass wir eigentlich einen Schritt machen. Also wenn da auch ein bisschen hier vorne liegt, aber das ist ja nichts zu dem, was schon im Silo ist. Und vielleicht wird das Gehuckel auch mal weniger. Da ist der eine. Einer steht noch. Einer steht noch da. Einer steht hier, der andere kommt schon wieder, das ist okay. Und der andere sollte am Abliefern sein. Ja, du bist am Spritzen, leider. Das Geld hätte man sich sparen können. Aber gut, man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Und der Flug ist auch bald fertig, super.
Wichtig ist, dass er den Haufen hier vor dem Silo wegmacht, bevor der LKW wieder kommt. Schiebt er den auch schon fast bis nach vorne. Ja. Ja, die andere Seite, da passiert noch gar nichts. Und ich meine, ich hätte ihn schon ein bisschen weiter darüber gemacht. Aber da wird mit der Zeit auch immer mehr. Wir müssen einfach nur abwarten. Er schiebt aber immer weiter ein Stück. Und die Grenzen des Silos habe ich ja nicht festgelegt. Fährst du auf deine Parkposition, damit der LKW die nächste Fuhre bringen kann. Ja, hier sind jetzt nur drei. Ich weiß gar nicht, ob er schneller übertankt, wenn man alle fünf Bänder anmacht. Aber die zwei können wir ja wieder anschalten. Einmal das, nein, das an, jawohl, war doch an das, und das ganz obere. So, schiebst du noch mal was zur anderen Seite. Da ist noch alles leer. Wieder nix.
So, wie sieht's denn hier aus? Du bist am Spritzen. Du hast noch 50% drin. Du fährst schon mal zum Häcksler, der auch jetzt voll ist. So, der sollte jetzt mal kommen. Na, zu spät. Zu spät, wollte ein Foto machen. Und hat auch nicht gemacht. Wie sieht denn Feld 10 aus? Ja, wird besser. Können wir dann auch sofort düngen, wenn der hier fertig ist. Dann haben wir da einen Abwaschen. Wendekreis ist okay. Bleibt auf dem Feld, ja. Fängt ein bisschen früh an zu spritzen, aber ist okay. Hatten wir hier eigentlich einen Ausfahrtpunkt? Ja. Aber wir haben den ja nicht unterbrochen, deswegen nimmt er den kürzesten Weg. Und der ist auch schon wieder bei 60%. Alles gut. Fast eine halbe Million schon im Bunker. Ja, und da habe ich das Gefühl, er, ja, 470.000, schiebt da ein bisschen übers Ziel hinaus. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja gut, hier wird er eh nicht viel schieben. Auf der Seite liegt nichts. Aber wir wollten ihn ja auch erstmal fahren lassen. Aber mit 3 Abfahren klappt das eigentlich ganz gut.
kommt der nächste, der ihn eingibt. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Nee, gut. Wir haben es ja gesehen. Dann schicken wir den mal hier wieder auf richtigen Kurs. Steht der andere Abfahrer da noch? Nee. Schon am Beladen oder ist auf dem Weg dahin. Wir sehen ihn, glaube ich, nicht. Ah, gerade. Gerade übergeladen. Können wir den auch mal hier woanders hinstellen? Kriegen wir den hier dazwischen? Passt. Dann können wir den eigentlich schon mal rüberfahren, um eine Seemaschine zu besorgen. Für das Feld 7. Können wir den doch schon dahin auf den Weg schicken, ne? Müssen wir nur dann an die Seite fahren, weil ich glaube, mit der Seemaschine stehen wir mitten auf der Straße. Ach, du bist leer, du suchst dir gerade den besten Weg raus. Wie viel hast du noch? Ja, dürfte vielleicht mit der Füllung reichen. Bin mal gespannt. Wann fährst du jetzt? Drehst du nochmal um? Nee, okay. Und du bist auf der letzten Bahn. Da haben wir ja die Seemaschine genau richtig losgeschickt. Dürfte die letzte Bahn sein. Zieh durch bis hinten hin. Da hast du deine Arbeit super gemacht. Genau. So, dann können wir hier löschen. Entlassen, löschen. Und schicken den jetzt hier zur Werkstatt. Abfahrer einstellen. Das hin. Ne.
glaube, hier habe ich keinen Zurückweg, aber hier müsste ich einen haben. Genau. Aha, gerade am Ende. Gut, das läuft. Du bist wieder voll. Warten auf Drescher. Okay. Der ist da. Hat er den anderen losgeschickt? Ja. Deswegen nimmt er nicht den hier vorne. Sondern den anderen. Dann nehmen wir den mal eben raus. Weil der andere kommt ja schon. Kommen wir hier. Feld 7, ja. Feld 7 ist okay. Dann kann er da auf seine Warteposition warten. Da kommt nämlich der andere schon. Feld 7, nein. Feld 11. Kommst du hier weiter? Nee. Zum falschen Feld geschickt und er ist sich am Auffüllen. Super. Und das klappt diesmal. Wird ja auch fast voll. 97%. So, dann können wir hier noch einmal reparieren. Der Flug hat es auf jeden Fall nötig. Dann stellen wir den halt um. Du bist auf dem Rückweg. Was haben wir drin? Fünfhundertfünfzigtausend. In diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag noch
und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, euer Kellerkind.